Peace, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video, einem kurzen und knackigen Video, denn wir werden heute die zwei neuen Gönnergies probieren von Montana Black. Und zwar einmal das Arktis Eis und einmal das Cactus Kick. Wir haben ja schon die anderen Sorten alle getestet. Die kommen einmal hier oben und die verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Aber heute sind die beiden dran. Ich glaube, zu die beiden Dosen brauche ich nicht viel dazu sagen, denn das Einzige, was die unterscheidet, sind Farbe und Geschmack zu die anderen Dosen. Und warum filme ich das aus dem Auto? Ich bin gerade unterwegs und ich will die Dinger für euch schnell testen. Also Freunde, dranbleiben und nach dem Intro geht's los. So, ich habe mir heute auch zwei Gläser extra mitgenommen, damit wir die eingießen können und gucken können, wie sehen die Getränke aus und am Ende, wie schmecken sie. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit Cactus Kick. Und... So sieht Cactus Kick aus. Ja, hat eine schöne Farbe, kann man nicht meckern. Ich muss natürlich sagen, ich war nicht immer so ein Fan von dem Cactus Eis. Ich kann es jetzt nicht bewerten, dadurch, dass ich es damals... höchstens einmal, und das ist auch viel, mal gegessen habe in meiner Jugend. Und deswegen kann ich das jetzt nicht beurteilen, schmeckt das wie das Cactus-Eis oder nicht. Ich gucke einfach nur, ob es mir schmeckt. Hatet mich deswegen nicht, aber für mich war das Cactus-Eis nicht so geil. Jetzt kommt der Geschmackstest. Also Freunde, ich muss sagen, das schmeckt wie ein ganz normales Energy. Ihr kennt ja die Standards Energy. Ja, und so schmeckt das. Es ist süß, es hat Kohlensäure, es schmeckt wie Energy. Und im Abgang ist es zitronig, so spritzig zitronig, muss ich sagen. Ja. Ja, genau. Also es ist... Kohlensäure, dann wird es süß am Anfang und dann geht es in die Zitrone über und dann war es. Also ich finde, es schmeckt wie ein ganz normales Energy, um ehrlich zu sein. Jetzt probieren wir das Arktis Eis. Und da habe ich schon von einigen gehört, das schmeckt ganz genauso wie die Eisbonbons, die es im Laden zu kaufen gibt. Und jetzt werden wir uns davon mal selbst überzeugen. Jetzt wird unser Glas. Aber erstmal öffnen wir das Ding. Oh. Wahnsinn. Oh, Freunde, das riecht schon wie Eisbonbon, ey. Wow. So, und? Scheiße. Scheiße, so sieht das aus hier. Fuck. I'm under the water. Freunde, also, das ist mit Abstand die geilste Farbe. Also, ich weiß nicht, die hat was, wow. Ist jetzt nicht weltbewegendes, ne, aber... mega geil. Ich finde, das macht richtig Bock. Der Geschmack, dass es so eine Eisbonbons riecht... irritiert, aber ist mal was anderes, ne? Na, dann werden wir mal kosten, ne? Also, Freunde, ich muss sagen, das schmeckt wie die Eisbonbons. Wie die Eisbonbons auf Energy gemacht. Das hier ist jetzt nicht übertrieben süß, hat eine leichte Süße und dann, also man merkt so 70-80% ist das auf den Eisbonbon angelehnt. Also muss man mögen, aber ich finde es geil. Alleine schon die Farbe, die macht richtig Bock. Also ist was echt Ausgefallenes, muss ich wirklich sagen. Ich sag mal so, immer würde ich es mir zum Beispiel auch nicht kaufen, aber so krass ausgefallene Sachen, muss ich sagen, die kann man schon mal... gelegentlich, vielleicht auch mal selten, kann man die schon mal trinken. Fazit zu den zwei neuen Sorten. Es ist auf jeden Fall ausgefallen. Muss man sagen, kenne ich so noch gar nicht, die beiden Geschmacksrichtungen. Also, dass das überhaupt jemand macht. Ich muss sagen, auch gut umgesetzt. Ich muss sagen, Eisbonbon, also wirklich komplett gut umgesetzt. Und das Cactus-Eis kann ich nicht einschätzen, aber für mich ist es ein normales Energy-Drink hier. Ich muss natürlich sagen, ich hätte mit solchen Geschmäckern nicht gerechnet. Das Einzige ist vielleicht der Preis, aber man muss natürlich auch sagen, die Kosten heutzutage sind schon hoch und man muss auch so ein Produkt, kann man nicht einfach gleich kostengünstig anbieten. Deswegen muss man da schon ein bisschen eine Grenze finden für den Preis. Ich würde es mir kaufen, aber auch nicht immer. Und generell, Energies immer trinken ist sowieso nicht so gesund. Also, und da hat der Montana Black natürlich auch wieder große Klasse geleistet. Gönnergy, und das G steht für gönnen. Und gönnen tut man sich nicht immer, sondern nur gelegentlich.
So, Freunde, und das war's schon mit dem Video. Das waren die zwei neuen Sorten von Gönnergy von Montana Black. Einmal das Cactus Cake und das Octus Eis. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auf Facebook und Instagram folgen. Und wenn ihr das nicht möchtet, dann könnt ihr natürlich auf YouTube gehen. Ihr könnt mich abonnieren und das Video liken, wenn ihr möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein!